Dann wollen wir doch mal direkt mal rein starten in das Spiel. Seth, danke für 14 Monate Treue, sogar auf Stufe 2. Super geil von dir. So. Beim letzten Mal waren wir im Untergrund. Wir waren in Einzel noch unterwegs. Ich überlege gerade. Das ist doch das Wasserfallbecken von Noxtella. Nee, allgemein hier, stimmt. Wir haben beim Hauptarm der Einzel angefangen. Haben uns hier noch in Noxtella ein bisschen umgeschaut. Und sind dann runter zum Fäulnissee gegangen. Haben uns da noch ein bisschen durchgeprügelt und wollten nun zum großen Kreuzgang. Das war das, ja. Wir haben eine coole neue Waffe bekommen, die ich gerne auch mal verwenden möchte. Habe ich die noch dabei? Genau, die Drachenschuppenklinge. Sieht nämlich auch richtig stylisch aus. Die kann sich nämlich in ein Eisblitzschwert verwandeln. Wir brauchen da leider noch 20 Geschicklichkeit für. Das dauert noch ein kleines bisschen, also müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir die einsetzen können. So, ich guck mal kurz, ob ich noch was ablegen kann. Nö, der Rest darf bleiben. Jetzt frage ich mich, hier unten sind ja irgendwo. Irgendwo war dieser komische Baumgeist doch noch da unten, ne? Unter mir. Kann ich den so ein bisschen cheesen, wenn ich da so, ich sag mal, die Stelle einfach angreife? Da unten müsste er sein. Jetzt einfach mit einem Pfeil darunter schieße. Vielleicht kann man den so ein bisschen triggern, dass ich den dann von oben aus bekämpfen kann. Sich leider nichts, also muss ich wahrscheinlich wirklich selber runter. Schade. Wäre witzig gewesen. Was sagt eigentlich deine aktuelle Ingame-Zeit? Wait. 77 Stunden genau gerade eben. Und ich würde schätzen. Wie viel könnten wir denn schon so haben? Drei Viertel des Spiels? Würde ich behaupten. Denke mal, drei Viertel könnte ich mich drauf einigen. Also ich denke mal, die 100 Stunden könnten wir schon noch knacken. Würde mich nicht wundern. Na, no, lass das mal. Ach, wie schön, dass du da nicht, aua, vorbei kannst. Aua. Lebe. Ah, Moment. Moment, wo man da denkt, da steht großer Stuhlgang und da steht eigentlich großer Kreuzgang. Nur weil ich ständig über Scheiße rede. Irr. Ja, chill mal. So sehr habe ich ihm auch nicht wehgetan. So, laufen wir einmal schnell hin. Triggern das Vieh. Und hauen wieder ab. Oh. Mich eigentlich heilen. Jetzt habe ich nämlich schon echt eine Menge AP verloren. So. Komme ich hier hoch genug, um nicht getroffen zu werden? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Vor allem nicht, wenn er mich einfach runterschiebt. Hi.
sehe nichts. Außer Schmerzen. Ich glaube, ich bin tot. Oder? Tötet mich das instant? Nicht der Angriff selbst. Aber die Fäule killt mich wahrscheinlich. Steht er jetzt da oben drauf? No! Treff ihn nicht mehr. Au. Ich habe teilweise keine Ahnung, was überhaupt gerade passiert. Oh Gott. Irgendwie bin ich ausgewichen. Yo! What happened? Es traf mich. Du zumindest nicht mehr. Meine Güte. Nice. Und eine goldene Saat bekommen. Ach gut, den habe ich auch gerade besiegt. Oder einen anderen? Kommt da irgendwann ein bisschen durcheinander. Ja. Meine Güte. Immerhin ist der jetzt schon mal weg. Ich glaube, der kam selbst einfach mit dieser Ecke da hinten nicht klar und hat sich da einfach selbst ins Aus manövriert. Was ich gut finde. So, da hinten war jetzt auch nichts mehr, ne? Nee. Weil vielleicht lasse ich immer noch auf Flamme heilen mich. Da passt uns auch nichts weiter. Okay, dann können wir jetzt langsam mal die ganzen Käfersoldaten da hinten mal... Wobei... Eventuell wäre es sogar schlauer, nochmal hochzugehen und mich zu heilen. Wahrscheinlich schon, ne? Ich gehe nochmal hoch. Gehen wir von oben nochmal entlang. Zack. Das sah interessant aus, wie ich da einfach geradeaus runtergefallen bin. Oh shit. Er sieht mich. Der riecht mich. Ah, never mind, er hat für mich schon wieder vergessen. Bin doch nicht so ein Stinker, wie ich dachte. Ob ich die einfach backstabben kann? Haben die überhaupt einen Back zum Stabben? Ja, man kann die wirklich backstabben. Meine Güte. Wo wird die Scharlachfeuer jetzt schon wieder her? Yo. Oh gut, die haben sogar noch getroffen. Ach ja. Vergaß, diese schöne Drehung, wenn er wegläuft, tut auch richtig weh. Also mehrere von denen sind immer noch echt eklig zu bekämpfen. Selbst einer von denen ist immer noch echt eklig zu bekämpfen. Einfach weil die ständig am Weglaufen sind. Sollen die Gegner nochmal hier bleiben und einfach mal fair und ehrlich gegen mich kämpfen? Dann muss ich die halt eben leider hinterrücks abfackeln, wenn sie nicht fair und ehrlich gegen mich kämpfen wollen. So einfach ist das.
Asura, danke für 4 Monate Treue. Super geil von dir. Ich hole mir nur erstmal hier meinen Stuff nochmal zurück. Was? So viel zur Sache, es ist eklig, gegen zwei von denen gleichzeitig zu kämpfen. Wenn ich den einen angreife, kommt der andere von hinten mit seinen 1000 Knochen und sticht mich einfach ab. Auch wenn das jetzt irgendwie plötzlich sehr viel mehr Schaden gemacht hat als sonst gefühlt. Aber ich fand schön, der hat einfach schon gehört, dass ich mein Feuer aktiviert habe und hat sich sofort umgedreht. Könntet ihr bitte nicht ganz so langsam sein? Eigentlich wollte ich ja extra nochmal mich heilen gehen, damit ich nicht so viel, so viele Heiltränke verschwendet habe. Aber nein, ich musste trotzdem nochmal 2 Stück verbraten und einen Magieheiltrank. Ich wollte jetzt einfach um die Ecke geschossen. Nice. Schon mal einer weg. Meine Güte. Wie lebte ich noch? So. Ach ja. Elden Ring und seine... Nope. Und seine delayten Angriffe. Wie viele sind denn da noch? Viel zu viele. Vier Stück? Ja, spinnt ihr denn? Au. Wie du einfach genauso schnell ist wie ich, wenn ich laufe. Alter. Meine Güte. Ach, der hat aufgegeben, mich zu jagen. I see. Okay, der hat mich noch nicht bemerkt da oben. Na, jetzt hat er mich bemerkt. Meine Güte. Der hat mich jetzt fast gekillt. Vor allem dieser Combo-Angriff, der schießt diese Dinger ab. Und wenn ich die versuche abzublocken, versucht er danach mich auch noch abzustechen gleichzeitig. Ekelhafte Gegner. Okay. Das Problem ist, hier kann ich auch safe nie im Leben einfach durchlaufen. Ich muss die wahrscheinlich jedes Mal... Oh, wait. Ist hier echt sonst nichts? Nur eine Truhe? Okay. Skorpionstachel. Hm. So viel dazu. Ich muss hier immer wieder durchlaufen und die besiegen. Also
Ja gut, das hat sich damit erledigt. Was haben wir denn da überhaupt? Ein Dolch gefertigt aus dem Schwanz eines Riesenskorpions glänzt nur so vor Scharlachfäule. Ah. Okay. Ja gut, dann sind wir hier fertig. Dann sind wir allgemein mit dem Untergrund hier sogar dann fertig. Da haben wir jetzt ja alles. Da hatten wir auch alles. Bin ich hier überhaupt nochmal hingekommen? Bin irgendwo hier ins Wasser geplumpst. Ob ich da jetzt immer endlich mal schlau genug bin dafür? Und in Nokron waren wir auch erstmal fertig. Und da auch. Bis ich da irgendwas öffnen kann. Okay. Dann gehe ich einmal noch mal kurz zu Rani. Guck, ob da noch irgendwas ist. Und zu diesem einen konvertierten Turm, wo wir auch immer noch was machen müssen, können wir auch einmal kurz hin. Und vielleicht legen wir uns dann mal noch mit unserem ersten Boss noch mal an. Godfrey oder so. Jo. So, hattest du denn noch irgendwas für mich oder sind wir hier erstmal fertig bei dir? Oh. Ach ja, sie meinte, ich glaube, sie möchte weg, ne? Ja gut, dann hat sich das hier ja auch erledigt. Dann muss ich, glaube ich, hier zur Kirche der Inhibition. Da in die Richtung. Ja, und dann gleich nach links einmal. Die wollte keine Rapunzel mehr sein. Ja, hat ihren Turm verlassen einfach. Vorne zu dem Türmchen, glaube ich, möchte ich. Dann müssen wir hier einmal runter. Sind auch irgendwie keine Gegner mehr. Alle schon kaputt geräumt. So, habe ich jetzt mein Wissen mal bewiesen? Anscheinend immer noch nicht. Na gut, dann nicht. Wo war der denn? Da. Ich glaube, vom Altusplateau komme ich dahin. Gehen wir mal gucken. Ob wir den ersten Boss immer noch gut hinbekommen oder nicht. Ja, die Tür lässt mich einfach nicht rein. Das finde ich schon nicht so nett von ihr. Seid ihr eigentlich aggressiv mir gegenüber? Ihr seid nett. Wahrscheinlich auch nur so lange, wie ich nett zu euch bin. Bin ich nicht nett, seid ihr auch nicht mehr nett. Links rum. Mich von hier aus überhaupt dahin. Nein, tue ich nicht. Dann halt einen anderen. Hätte ja sein können, dass das passt von der Höhe. Nee.
Da sind meine Runen. Kann ich hier anders irgendwo ein bisschen besser runter? Ja, hier kann ich etwas angenehmer runter. Hier ist auch eine Statue von Marika in der Nähe. So. Schauen wir doch mal, wie gut ich den jetzt nochmal hinbekomme. Hi, Godfrey. Nee, Godfrey. Eigentlich wollte ich auf Feuer wechseln. Habe ich nicht. Ach ja, stimmt. Das konntest du ja auch noch. Muss mal wieder seine ganzen Moves lernen. Ach ja, delayte Angriffe. Just Elden Ring Things. Eigentlich muss man echt immer davon ausgehen, dass jeder Boss einen delayten Angriff hat. Und niemand immer sofort angreift. Yo! Was war diese Reichweite? Ein bisschen weiter weg. Nee, lass mal. Yo! Also wäre ich ein Souls-Boss, würde ich wahrscheinlich einfach Jan Delay. Easy! Der konnte nix! Godfrey's Ikone. So. Nein, bleib stehen! Ja, das hat sich auch wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht. Ich bin einfach weitergelaufen. Was haben wir denn gerade Schönes bekommen? Verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Okay. Ich finde es interessant. Hier steht Godfrey. Beim Boss eben stand aber Godfrey. Da war noch ein E dazwischen. Jo. Dann ist der auch weg. Dann haben wir damit das Altus-Plateau auch wirklich komplett fertig. Strong Talisman. Da ich aber leider keine aufgeladenen Sachen verwende, bringt ihr mir, glaube ich, nichts. Da war ja noch was. Da auch? Hi. Was habe ich denn da noch für einen Boss liegen gelassen? Ich port mich mal kurz mal hin. Ach! Ja, stimmt, das ist der Double the Teagle, Double the Fun Ritter. Ich erinnere mich. Ich kann
kann es ja nochmal versuchen. Aber nicht, bevor ich meine Runen einmal ausgebe. Aber das... 4000 noch. Double the Teagle, a tenth of the fun. Ja. Einmal mehr in Geschick. Wir haben ja zum Glück jetzt einen Level 10er Oleg. Vielleicht carried der jetzt einfach mehr. Wie war das denn jetzt hier nochmal mit dem Weg? Keine Ahnung mehr, wo ich hier nochmal hin musste. Hier runter irgendwo? Springen einfach mal. Hi. Bye. Hier lang? Ja, vielleicht. Ah. Da kam der von hinten. Gut zu wissen. Versuchen wir erstmal den Weg zu finden. So, einmal kurz hier Pause und weiterlaufen. Ah, wobei, Moment. Ich merke, wie das ist. Der da oben, der läuft ja hier noch erstmal hin und her. Der muss ja erstmal noch da hinten hinkommen, wo ich runterlaufe. Das heißt, ich habe da noch genug Zeit zu laufen. Never mind. Der war irgendwie diesmal sehr viel schneller da als vorher. Okay, dann springe ich diesmal nicht runter. Glaube ich. Mal gucken. Erstmal wieder überhaupt bis zum Boss kommen. Der ist ja leider wirklich in den tiefsten Tiefen dieses Dungeons. Das ist nicht so nett. Hi, bye. Ich gehe aber trotzdem nochmal hier unten lang. Oh cool, irgendwas hat er wieder überfahren. Jetzt drehe ich mich einfach hier direkt um und gucke einfach, wann der kommt. Da ist er nämlich schon. Ah! Als ob! Ich weiß, ich könnte das auch langsam angehen. Aber ich will nicht. Langsam ist langweilig. Und tschüss. Oh. Hi. Ob man, wenn man genug KP hat, einen Angriff von denen auch einfach überlebt? Ah gut, der ist in die andere Richtung gelaufen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Jetzt mal hier dodgen. Jetzt hier dodgen. Jetzt einmal dem dodgen und jetzt noch den dodgen.
Muss ich noch zu dem hinkommen. Oder an dem vorbeikommen, besser gesagt. So. Sag doch, easy. So, und hier ist jetzt die Statue der Marika. Oder der Pfahl der Marika. Hallo, tschüss. So. Oleg! Save me from tears! Aua. Oleg, nein! Komm hierher und hilf mir! Vielleicht sollte ich das Skelett doch einmal kurz rausnehmen. Ich glaube, sonst ist Oleg ein kleines bisschen abgelenkt. Da. Chill, Junge. Das sind mir doch zu viele. Ich laufe nächstes Mal wieder durch. Ich dachte, das wäre vielleicht nur einer, aber nee. Schon wieder meine Waffe nicht gewechselt. Nope. Aua. Yo! Der Doge. Oleg hat dem schon echt so viel Schaden gemacht, oder war ich das unter anderem? Meine Güte. Wird er da nicht getroffen? Yo! Oh nice, er ist am Feuer gestorben. Warte, Oleg, ich helfe dir. Oh shit. Nein! Oleg, ich räche dich. Nice. We did it. Oh, doofes Großschwert und noch die Rüstung des Schmelztiegels. Gute Arbeit, Oleg. Irgendwie war das gar nicht so schlimm.